Ja, eben die Wahlen in Griechenland haben ein überraschendes Ergebnis gebracht. Das Linksbündnis Syriza ist an die zweite Stelle gekommen nach der konservativen Partei. Dieses Bündnis Syriza wird in der deutschen Presse als radikal, mitunter auch als extremistisch bezeichnet. Was ist Syriza? Syriza ist eigentlich in dem klassischen Koordinatensystem eine Rechtsabweichung der Kommunisten. Soweit mein Freund Alexis Tsipras mir als Schatzmeister der Europäischen Linkspartei bekannt ist, würde ich ihn durchaus auch in der Nähe der Eurokommunisten sehen. Das Wort radikal wird in Deutschland ja mit spitzen Fingern behandelt. Aber wenn man sagt radikal demokratisch, radikal kritisch, dann merkt man, was mit dem Wort radikal gemeint ist. Sie haben sich selbst radikale Linke genannt und wollen die Dinge von der Wurzel her angehen. Das ist das Besondere, dass es keine korrumpierte Linke ist wie PASOK, die eben zu einer mafiosen Einrichtung degeneriert ist, sondern dass es eine Linke ist, die die Probleme wirklich lösen möchte, die dort von den beiden großen, früher großen Parteien hinterlassen. Alexis Tsipras hat einen kontroversen Vorschlag. Er sagt, Griechenland solle seine Verpflichtungen gegenüber der EU, gegenüber privaten Gläubigern nicht begleichen. Dennoch soll Griechenland in der Eurozone bleiben. Ist das realistisch? Bisher retten wir mit den Griechenlandhilfen nicht Griechen, sondern die Besitzer griechischer Schuldverschreibungen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Das wird der deutschen Öffentlichkeit falsch vorgegaukelt. Gleichzeitig hat Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg Milliarden Schulden bei Griechenland, die nicht beglichen wurden. Griechenland hat einen Anspruch darauf, das, was die Wehrmacht zerstört hat im Zweiten Weltkrieg, zurückgezahlt zu bekommen. Und wenn man die Maßstäbe zum Beispiel anlegt, die andere Staaten haben oder die auch Deutschland gegenüber Israel als Wiedergutmachungszahlungen hatte, dann hätte längst auch das Unrecht am griechischen Volk wiedergut gemacht gehört. Und das zu verrechnen, alles zusammen, ist die moralische und auch die ökonomische Begründung zu sagen, wir wollen nicht Spekulanten retten, wir brauchen Geld, um die griechische Wirtschaft so auf die Vorderbeine zu bringen, dass auch Schulden zurückbezahlt werden können. Es gibt Stimmen in der Linken in Griechenland, aber auch auf europäischer Ebene, die den Austritt Griechenlands aus der Eurozone fordern. Erst dann hätte das Land eine realistische Möglichkeit des Neuanfangs. Syriza fordert das nicht. Muss Syriza also scheitern? Syriza ist in dieser Frage viel realistischer als andere. Übrigens auch die Generalsekretärin der KKÖ, also der Kommunisten der früheren Auslands-KP, hat gesagt, der Austritt aus der EU kann eine Katastrophe werden. Ist doch völlig klar, in der Schweiz liegen etwa 200 Milliarden am griechischen Fiskus vorbeilavierte Gelder. Diejenigen, die dieses in Euro in der Schweiz hätten, würden, wenn die Drachme wieder eingeführt wäre, bei bester Kenntnis des griechischen Geländes und des griechischen Landes die Möglichkeit, Griechenland damit aufzukaufen. Also man wertet enorm ab. Keiner gibt mehr Darlehen und gleichzeitig können die Spekulanten, die in der Schweiz und in Liechtenstein ihr Geld liegen haben, das wieder nutzen, um Griechenland aufzukaufen. Das ist die Seite, die viele Kräfte übrigens, auch die Konservativen, sehen. In erster Linie muss an das Geld der Steuerhinterzieher in der Schweiz rangekommen werden und nicht denen noch die Chance gegeben werden, durch Austritt aus der Eurozone dann eben das Land zu verscherben. Herr Dem, wer ist also schuld an der Überschuldung Griechenlands? Die Schuld ist mehrfach verteilt. In allererster Linie die Zockerbanken, also die, die wir jetzt retten und die mit deutschen Steuergeldern gerettet werden. Und zum Zweiten natürlich auch, dass der griechische Fiskus Yachtenbesitzer und Milliardäre und Superreiche außen vor gelassen hat und mit einem Augenzwinkern zugelassen hat, dass die beiden großen Parteien den Staat zu einem Selbstbedienungsladen gemacht haben. Darüber hinaus ist auch Deutschland schuld, weil wir das einzige EU-Land sind, wo die Reallöhne in 10 Jahren um 4,5% herabgepresst wurden, was dazu führt, dass deutsche Produkte immer schneller und immer billiger produziert werden. Hinzu kommt das deutsche Steuerdumping, was auch noch Produkte billiger macht. Und dann wundern wir uns, wenn andere die immer billiger gewordenen Produkte nicht auf dem Markt
begegnen können. Und dann kriegen die anderen, die so in die Knie gezwungen werden, wieder Darlehen über Jahre, so ist das geschehen, mit der Auflage, bitte aber deutsche U-Boote zu kaufen und gegen die Türkei aufzurüsten und so weiter. Alles das ist eine Schuld. Griechenland hat einen exorbitant hohen Rüstungsetat. Und ich denke, die Deutschen hatten das immer gewollt, dass die Griechen ihr Geld in deutsche Rüstung anlegen. Und deswegen sind die Deutschen eben A durch Lohn, B durch Steuerdumping und C durch die Aufrüstung mit dran schuld. Zur aktuellen politischen Lage. Syriza hat, nachdem die konservative Nea Demokratia gescheitert ist, den Auftrag zur Regierungsbildung bekommen. Alexis Tsipras hat der kommunistischen Partei, der KKOE, das Angebot gemacht. Die KKOE hat abgelehnt. Ist Griechenland also unregierbar, wie es heute in der Presse hier hieß? Die KKOE ist aus Gründen, die erstens mit der deutschen Besatzung, der enormen Brutalität. Mein Vater selbst war mit 17 Jahren Panzerfahrer in Griechenland und er hat mir einiges davon erzählt. Und er sagt, er hätte sich Zeit seines Lebens bei den Griechen entschuldigen wollen, als deutscher Wehrmachtssoldat. Zweitens durch das Verbrechen der britischen Armee an den Partisanenbewegungen in Griechenland. Drittens durch den Militärputsch 67 bis 74 in eine halsstarrige Position gekommen. Wie ich finde, eine verständliche halsstarrige Position, aber eine halsstarrige Position. Die KKOE übersieht eines, was Alexis Tsipras und was die Synaspismus, also Syriza, sieht. Es droht ein Putsch. Es droht in Griechenland eine Neuauflage des Militärputschs unter dem Druck der Troika, mithilfe der Rechtspopulisten und der Neofaschisten, der Nazis, die jetzt mit doch über 6% ins Parlament gekommen sind. Und das ist die eigentliche Gefahr. Was also Griechenland auch braucht, ist ein Bündnis, um Migranten zu schützen, um die Demokratie zu schützen, auch die parlamentarische Demokratie vor der Troika zu schützen. Und da kann ich nur, was ich heute Morgen auch per Telefon mit meinem Freund Alexis Tsipras getan habe, dringend raten, ein breites demokratisches Bündnis für eine Übergangszeit zu bilden, was eben auch eine antifaschistische und auch eine gegen die Bankenmacht und gegen die Spekulanten in der Schweiz gerichtete Schutzfunktion hat. Welche Auswirkungen haben die Wahlen in Griechenland auf die deutsche Politik? In der Verbindung, dass Alexis Tsipras und auch Syriza natürlich mit Hollande und Mélenchon, also den Wahlgewinnern von Frankreich, Kontakt aufnehmen müssen. Es braucht eine gesamteuropäische demokratische Antwort auf den Terror der Troika, auf den Terror von rechts. Und damit muss auch Frau Merkel ihre Politik ändern. Ihr wichtigster Vasall Sarkozy ist ihr abhanden gekommen. Und das zynische Gerede, Hollande meinte es nicht so ernst, kann ich mir zumindest für die nächsten 4 Wochen nicht vorstellen, weil dort Parlamentswahlen sind und ich mir nicht vorstellen kann, dass der jetzt schon die übliche SPD-Nummer spielt. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass Hollande es viel ernster gemeint hat. Wenn ich ihm ins Gesicht gesehen habe, habe ich schon einen ernsthaften Anspruch gesehen, Politik anders zu begreifen als sein Vorgänger.